Jetzt, wo ja hier sehr viele wichtige Menschen im Raum sind, wollte ich ja fragen, ob ich eventuell Sound mal einen microphone muted. Normal User bekommen kann. Würde die Chief sofort empfehlen. Bin jetzt schon über einen Monat da und ich bin auch jeden Tag da und so. Und ich bin auch immer nett. Ich glaube doch, ist gerade nicht da. Dragon! Du würdest das befürworten, Jeffery? Ja, würde ich. Haben wir noch andere Normal User? Marley, was ist mit dir? Wie heißt die Chief? Die Chief, ja. Also, ja, Marley. Ja, du bist lieb. Du bist bitte, gemein. Bitte, wenn ihr alle durcheinander redet, verstehe ich niemanden. Sorry. Was sagst ja, du, Marley? Die ist nett, ja. Also, ich habe nichts Negatives, ist mir nichts aufgefallen. Ja. Na gut. Danke. Jetzt hab ich. Dann ignorieren wir das, dass ich schon seit 4 Monaten hier bin. Du brauchst Empfehlungen. Deswegen habe ich geschaut, ob noch andere Normie-User hier sind. Okay, Leute, ich baue auf euch. Wählt mich. Als Mädel ist es, glaube ich, einfacher, aber wer unter uns sind und ich für die Mädels auch immer ein offenes Ohr habe, so wie für Josie und Marley, ist natürlich eine kleinere Gruppe, als man unter den Männern dann redet, ne? Jafari, kannst du den Kinsoku empfehlen? Schwierige Entscheidung, weil ich habe mit ihm nie irgendwie unter 4 Augen mal gequatscht, so ich kenne ihn nicht wirklich, nur so, wenn wir alle mal im Raum waren, aber kann ich noch nicht sagen, du. Okay, dann bauen wir jetzt eine innige, tiefe Freundschaft auf. Okay. Oh, Jeffery, Bock? Geht ja. Hm. Boah, ich bin voll kaputt. Nicht? Ich hab nur 3 Stunden geschlafen die Nacht. Ja. Hallo? Okay. Hallo. Oh, der Lothar wieder. Ah ja. Ist das Lothar? Kampagnen? Habe ich doch schon längst gemacht. Also schon ein gutes Ohr, ich konnte gar nicht so schnell hören. Ja, voll, ich auch nicht. Hallo. Hallo. Hat einer von euch 7 Days to Die und hat Bock, das zu spielen? Habe ich. Hätte ich prinzipiell die Tage schon mal Bock, ja. Hast du die neue Alpha schon gespielt? Nee, ich habe das damals nur einmal angezockt, aber irgendwie ging das auf meinem alten Computer nicht. Also ich hatte mega Lags, also obwohl die Grafik ja mega gering ist bei dem Game. So. Ja, wenn ich hoste, sollte das bei dir eigentlich klappen, wenn ich die meiste Kapazität auf mich nehme. Das ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei 7 Days weiß ich es, weil wir haben es sehr lange gespielt, der Mann und ich. Und immer wenn ich gehostet habe, hat es geklappt und beim Mann nicht. Und andersrum hat es halt nicht geklappt. Was wird da gequietscht? Drache. Wie machst du das? Das sind Quietsche-Entchen. Das sind Quietsche-Entchen. Ja. Eine Metal-Quietsche-Entchen. Mhm. Die zeigt links und rechts über die Flügel Metal-Gabel, hat ein Rock-Shirt an und ein paar andere Sachen. Cool. Schwarze Jacke, schwarze Kutte. Ich habe nur das Beste vom Besten. Den gab's, ich dachte zuerst, du machst das mit dem Mund, nämlich. Deswegen hat es mich jetzt... Das war für 2 Euro beim Obi. Das Metal-Entchen. Ich kann was Ähnliches durchaus mit dem Mund. Moment. Fast. Mehr Spucke. Ah, ich kann es gerade nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt gequietscht auch so. Wann kommt denn, heute kommt doch das neue Drachenlord-Format-Video raus, oder? Ich mache keine Videos mehr. Das hat er doch gesagt. Wie oft muss ich ja, das genau sagen? Es gibt keine Videos mehr. Du hast doch Montag gesagt. Ich habe am Montag nichts gemacht.
Ich weiß nicht, warum immer alle damit daherkommen. Ich habe kein Video hochgeladen. Bin ich da wirklich komplett auf dem falschen Dampfer? Ja. Sagen alle irgendwie. Ich habe aber nichts hochgeladen. Ich habe auch heute nichts gemacht, weil auch heute schon wieder irgendwelche Leute gemeint haben, du hast sowas gemacht. Nein. Ich kam heute spät online. Ich war unterwegs. Dachte nur heute. Hab mich schon gefreut, dass was kommt. Ich mache keine Videos mehr. Das habe ich deutlich gesagt. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe vorhin den Film, ich habe bis gerade eben den Film Aquaman geguckt. Ist das mit diesem Jason Momoa aber, oder wie der heißt? Das ist, wie der heißt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Zumindest weiß ich es jetzt nicht auswendig. Es ist der Schauspieler, der den Ronan aus Stargate spielt. Stargate ja, meine ich ja, genau. Und das ist auch ein Schauspieler, den feiere ich auch unglaublich ab. Es ist einer von den wenigen Menschen, dem ich auch mal irgendwann mal die Hand schütteln möchte. Oh, Drache. Und es gibt wirklich nur etwa 5 Menschen auf der Welt, wenn überhaupt. Und bei wem höre ich mich da doppelt? Ich habe einen Film gesehen, du wirst ihn lieben, wenn du ihn guckst. Der ist so lustig. Das ist auch mit, da kommt auch Rockmusik drin vor und alles. Ich schicke dir mal schnell einen Namen. Jetzt kommt sie gleich mit dem mit Rock School oder so daher. Mit dem Jack Black, der uralt ist. Hallo. Aber Drache, du hast doch heute, jetzt sehe ich es gerade, statt Drachenlord-Format Story hochgeladen. Ich habe nichts hochgeladen. Aber auf dein, also auf dein. Ich lade keine Videos mehr hoch, ich mache keine Videos mehr, mein Gott. Den ganzen Tag mache ich damit Leute. Ich kann dir gerne einen Screenshot schicken. Auf deinem Format wurde heute. Du kannst mir nichts schicken. Ja, oh, ja, aber ich. Bin ich der Einzige, der auf deinem Kanal heute. Also, ich wurde hat da nichts hochgeladen. Da ist nichts. Also, ich lade nichts mehr hoch. Ich mache keine Videos mehr. Ach, Drache, steh doch dazu. Zu was denn? Na, ja, dass du weiter Videos machst. Ich mache aber keine Videos mehr. Aber es wurde doch heute eins hochgeladen. Ich habe aufgehört. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe, ist Ende Fragezeichen. Das letzte Video gewesen, was ich hochgeladen habe. Hat jemand deinen Account übernommen? Dann würde ich das ja wohl auch sehen. Drache, ich weiß nicht. Also. Mein Account hat niemand. Auf meinen Account hat keiner Zugriff mehr. Sonst hätte ich keinen Zugriff mehr drauf. Und ich sehe hier meine Abonnentenzahl und das letzte Video ist Ende Fragezeichen. Ich will dich nicht dir nicht blöd kommen. Ich kann es dir gerne von mir aus. Lass es halt einfach gut sein. Es gibt keine Videos mehr. Ich habe keinen Bock, da 3 Jahre drüber zu diskutieren. Punkt. Also ich sehe, du hast. Alter, ohne Scheiß. Das Damoklesschwert schwebt stark über dir gerade. Drache, ich möchte dich wirklich nicht triggern. Dann lass es. Ich möchte einfach nur eine. Ich möchte auch nicht mit dir diskutieren. Das war einfach nur eine Frage. Wer bist du überhaupt? Ich bin jemand, der hier diskutieren will. Ich möchte dich diskutieren. Ja, anscheinend. Ja, ich verstehe es nur nicht. Man darf doch meine Frage stellen. Greift die ihn jetzt an, weil er die Wahrheit sagt, oder was? Ich mache keine Videos mehr. Punkt. Das ist die Wahrheit. Aha. Drache, das verstehe ich auch. Aber es kamen noch 2 Videos. Ich möchte es einfach nur verstehen. Der große Affe macht immer Stress. Ich möchte dich nicht angreifen, ich verstehe es einfach nur nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Keine Videos, Punkt. Das verstehe ich auch. Ich verstehe nur nicht. Ich habe dich oft genug gewarnt, ich diskutiere nicht mit euch. Was an, ich diskutiere nicht, versteht ihr nicht. Mann, das ist echt immer dasselbe. Das gerade war nur eine Warnung. Deshalb habe ich mich auch gerade gemutet und wollte nicht mehr damit. Ja, dann lass es gut sein jetzt. Thema ist beendet. Und wer bläst hier ins Mikro? Wenn du gemutet bist, gehst du in den AFK-Bereich. Ich habe mich nur gemutet, damit ich nicht mit meinen Nebengeräuschen störe, Drache. Ich bin da. Aber ich jetzt Einstellungen. Discord funktioniert leider bei meinem PC nicht so gut. Dass man das alles super rausgefiltert oder dass ich alles super rausgefiltert bekomme. Boah,
Ich hab... Moin. Mann, ohne Scheiß. Im 21. Jahrhundert sollte man noch ein bisschen schnellere Ladezeiten erwarten können, oder? Hast du meine Nachricht gelesen, Dragon? Was? Nein. Der Film wäre echt was für dich. Der ist. Kenne ich schon. Der ist schon ziemlich alt, na klar. Der ist aber echt gut. Hm. Ich gucke ihn zwischendurch mal. Er ist hochgradig pervers, wenn du mich fragst. Ja, eben, deswegen ist er ja gut. Dann kannst du ja gleich mal einen Film aufschreiben. Der nennt sich Schande des Dschungels. Mach ich, warte schnell, ich guck mal schnell. Ist auch so ein Zeichentricks-Animationsquatsch. Zum Beispiel muss er ziemlich am Ende über ein Blumenfeld laufen und diese Blumen sind einfach mal weibliche Geschlechtsorgane, die scharf auf Sex sind. Also, okay. Ja. Guck dann nachher. Oder es gibt, alles gut. Geil. Oder es gibt einfach mal Bösewichte, die die Frau von Schande des Dschungels entführen sollen. Und das sind einfach mal riesige männliche Geschlechtsteile, die auf ihren, auf ihren Eiern laufen. Und wenn sie sich schütteln, dann kommt Säure aus ihnen raus. Krank. Okay. Ja, das ist krank. Komm, aber Ronald ist doch richtig gut gemacht, oder? Das ist Schande des Dschungels auch. Das ändert nichts daran, dass es krank ist. Ich guck mir den nachher an, echt. Hier ist mehr als eine Banane krumm. Ja. Die Beschreibung ist schon mal gut. Ich gucke den gleich. Die Eröffnung ist auch nicht schlecht. Ah, Afrika. Sobald hier das Licht ausgeht, bumst hier jeder jeden. Oder irgendwie so. Wildes Afrika. Und dann lautet so ein Blödsinn. Das ist voll übel. Irgendwie muss ich sagen, bei allen Pornos und bei allen Sexfilmen und dem ganzen Scheiß, den es so gibt, ganz im Ernst, da finde ich diese animierten Zeichentrick-Pornos von damals am perversesten, wenn ich ehrlich bin. Also sag mal, wie lange will denn das jetzt mich noch laden lassen hier? Ich lädt doch jetzt schon fast 10 Minuten. Wollt ihr mich verarschen? Was machst du? GTA starten, aber irgendwie lädt es jetzt seit 10 Minuten. Okay. Vielleicht guckst du denn gerne auch Hentais? Ich schaue alles Mögliche mal. Ja, alle. Aber, manchmal natürlich. Wenn das nicht gerade Tentakel sind oder so, dann finde ich das schon. Mm, Tentakel. Ach, Dragon. Was denn? Ich finde es halt mega unrealistisch. Heute habe ich einen gesehen, der hat. Es gibt übrigens sogar Realfilm-Tentakel-Pornos. Nur mal so. Als ob. Ja, gibt es. Schick. Gibt es. Du meinst mit echten Tieren oder was? Nein, nicht mit echten Tieren. Mit Toten wahrscheinlich, wo nur so ein Bein dran hängt. Was? Nein. Ich habe heute einen Film gesehen, da hat nicht Nekrophilie. Das ist einfach nur irgendein Typ in einem Kostüm oder sowas. Oder mehrere in einem Kostüm und das ist halt so schick. Blödsinn halt. Oder so eine Maschine oder irgend so ein Zeug ist das. Sieht aber, weiß nicht, was ich davon halten soll. Kennst du diese fermentierten Sojabohnen, die sie in Japan essen? Ich habe heute einen Hentai gesehen, wo er ihr das übergeschwitzt hat und gemeint hat, das ist für die Lubrication. So, Bedick, ich habe dich gerade schon gewarnt. Wenn du dich mutest, dann geh in den AFK-Bereich. Ansonsten wird sich nicht gemutet. Weil du nimmst sonst nur den Leuten den Raum, einen Platz weg. Ich bin doch da. Ja. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe mich nur gemutet, damit man mich. Ich habe es verstanden, warum du dich mutest, aber liest dir die Regeln durch. Diese gelten für alle, auch für meine Mods. Auch meine Mods müssen sich an diese Regeln halten. Das heißt, also gelten sie auch für dich. Ich bin kein Mod. Eben. Und die aber gelten auch. Was heißt das dann, dass das für die Mods bedeutet? Okay, weißt du was? Willst du jetzt gebannt werden? Das ist jetzt deine letzte Chance, weil langsam gehst du mir auf den Sack. Ich wollte. Nein, wirklich nicht. Ich wollte nur fragen, ob das Also ganz kurz, lies die Regeln durch. Die Regeln gelten für alle. Selbst meine Mods dürfen sich hier drinnen nicht über einen längeren Zeitraum muten.
Und das heißt, da du kein Mod bist, gelten diese Regeln erst recht für dich. Welche Regel ist das? Woher soll ich das wissen? Ich müsste es jetzt auch nachlesen. Also hier steht, man darf nicht AFK sein, aber muten steht ja nichts. Wenn du gemutet bist? AFK ist away from keyboard. Okay. Ich glaube, es gibt die Regel gar nicht. Okay. Ich habe jetzt 3 Leute gesehen. Wollt ihr mit mir diskutieren? War das Hochladen oder das von einem des Hochladens des Videos heute eine Not oder eine Charakterlüge, Drache? Okay. 1, 2. Mut! Chief! Hallo, hallo? Aha. Hallo, 1, 2, 3. Ich wusste gerade nicht, ob das ankommt. Boah, ich krieg gleich die Krätze mit dem verfickten GTA. Alter, jetzt warte ich 10 Minuten, dann heißt es, geht nicht mehr. Was? Ich weiß schon, warum ich dieses Spiel hasse mittlerweile. Oh, Drache, ich habe mir gerade dein neues Video angeguckt. Ich habe kein neues Video. Mein Gott, Alter, jetzt kommt der nächste Kasper mit rein. Hä? Ja, was für ein neues Video? Es gibt keine Videos mehr. Ich mache keine Videos mehr. Ich habe aufgehört vor 2 Wochen. Das einzige Video, was noch online kam, war das Ende-Fragezeichen. Und das letzte, was jetzt dann noch kommen wird, ist am Wochenende oder am Freitag rum das, das Special-Video. Okay, und es gibt auch kein Cool-Level. Aber darf ich mal ganz ehrlich sein? Dieses versuchte kindliche Getrolle, sag ich mal, von wegen, ich habe kein Video hochgeladen, das gibt kein Cool-Level. Das ist halt wirklich, also, ja. Mir ist egal, was es in deinen Augen ist. Was ich für richtig halte und was du für richtig hältst, sind zwei verschiedene Welten. Ich finde das ganze Getrolle seit sieben Jahren kindisch und asozial. Und ich finde, dass ich da ein bisschen irgendwas rumtrolle, wenn ich was trollen würde, immer noch ein bisschen erwachsener als das, was die Leute seit 7 Jahren mit mir abziehen. Okay. Ist halt nur meine Meinung, dass es gar nicht mal so witzig ist. Und dieses ist mir Cool-Level, egal, ob das witzig ist oder nicht. Das fand ich 2000, das keine Ahnung, wann haben. Mir ist persönlich egal, ob das witzig ist oder nicht. Es hat nichts witzig zu sein. Was ich sage, ist Sache. Punkt. Und wer das nicht akzeptieren kann, der hat hier nichts verloren. Und wenn ihr mich dafür für arrogant haltet, ja, ich habe mir seit 7 Jahren verdient, arrogant zu sein. Damit ist das Gespräch meiner Meinung nach beendet. Hallo. Hallo. Wetten, ich kann die Frage erraten. Oder die Aussage. Der ist schon jetzt überhaupt reingekommen? Ich habe es gar nicht gesehen. Sekio. Ja, hallo. Hi. Moin. Aber ich finde es ja cool, dass du Ronald kennst. Ich kenne ziemlich viel. Vor allem, was Animes und so weiter angeht. Oder Zeichentricks. Ich bin leidenschaftlicher Animationskunde. Nicht Roland, Ronald. Ronald, der Baba. Der Baba. Ronald. Meinte diese ganz alte Zeichentrickserie da mit diesem. Ich glaube, eine Serie, nee. Das ist ein einzelner Film, wo es um Barbaren geht und um. Ja, also Ronald, wie Ronald. Roland. Ohne D. Ronald. Ronald der Barbar. Das ist einer der besten erwachsenen Zeichentrickfilme, die es gibt. Ronald der Barbar. Ihr werdet euch so. Da kenne ich bessere. Ja, Fritz the Cat ist natürlich auch immer. Fuck. Aber. Sagt mir gar nichts.
Was? Aber Meet the Feebles kennst du? Was? Meet the Feebles? Was von dem Typ, der Harry, nicht Harry Potter, Herr der Ringe gemacht jetzt hat. Kommt wahrscheinlich. Meet the Feebles? Es wird wahrscheinlich dann jeden Moment noch irgendjemand mit diesem komischen Mr. Fox oder was der wieder heißt um die Ecke kommen. Warte, ich zeig's dir. Wenn du ihn gesehen hast, wirst du lachen. Er ist wirklich auch lustig. Meet the Feebles ist schon ein bisschen älter, aber ist von Peter Jackson. Oh, endlich kann ich zocken, ey. Hat ja nur ein Jahrhundert gedauert. Was? Ich krieg ein Achievement. Wieso krieg ich ein Achievement? War das jetzt auch Anime? Das Roland? Animation, wenn dann. Animiert, aber kein Anime an sich. Ist kein japanischer Film, nein. Aber ist richtig lustig, echt, ohne Quatsch. So. Zeit für Questen. Juhu. Mal gucken, wem ich jetzt zuerst den Arsch aufreiß. Rainer, was ist denn jetzt aus meinem Jobangebot? Kommst du jetzt 4.000 Euro die Woche und Fliegenklatsche oder nicht? Weißt du, du kriegst von mir umsonst einen Bannhammer. Was war denn das jetzt? Ignoriert's einfach. Nichts wirklich der Rede wert. Aber jetzt gehst du jetzt hoch in den Raum. Nein. Okay. Auch nicht. Erst wenn mir die Leute endgültig auf den Sack gehen. Ich kann da nicht mit rein. Das sollen ja auch nur Leute ran, die zocken. Dafür ist der Raum da. Ich zock ja auch, aber zufällig kein GTA 5. Naja, dann hast du in dem Raum nichts verloren. Was kostet denn das Spiel noch? Du hast ja schon 30.000 Ringe. GTA 5 kriegst, glaube ich, für 10 Euro den Key. Das könnte ich mir vielleicht noch leisten. Bringt dir aber nichts, weil ich nicht mit jedem Spiel. Du brauchst nicht Pillen machen. Hat schon seinen Grund, warum ich nicht mit jedem Spiel. Ich habe die anderen GTAs früher alle gespielt, aber so bei 3 war bei mir irgendwann mal Schluss. Dann kamen die Kinder. Das war blöd. Geburtsdatum soll ich eingeben. Ja, ist gut. Was die alles wissen wollen für sowas. Du bist alt, wenn du weißt, dass du 5-mal hochscrollen musst, bis du auf dein Geburtsjahr kommst. Ich habe heute einen geilen Tweet gesehen. Da haben sie so eine Collage gemacht von Tweets von so jungen Menschen. Und die haben sich alle drüber aufgeregt, dass irgendwie ein Blatt von einem Baum oder so in ihrem Essen drin war. Die haben halt alle nicht gecheckt, dass das ein Lorbeerblatt war. Oh Mann, Alter. Ach. Man sagt eigentlich immer, der das Lorbeerblatt hat, der hat Glück, ne? Es ist aber fast sowas wie ein Kumpel von mir, der hat sich mal über Nelken in seinem Essen beschwert. Witzigste war damals daran ja, dass der gemeint hat, er kann die tatsächlich essen und versucht hat, die zu essen. Aber oh, war gut, Carol. Was sind nochmal Nelken? Ich versuche mich dann schnell hochzuspielen, damit ich mit euch irgendwann mal mithalten kann. Alter, wer denn da die ganze Zeit diese komischen Lags, Alter? Kauft euch halt mal anständige Mikrofone, was ist denn das? Ich glaube, das ist der Leo Rex. Ist mir egal, wer das ist. Man kann sich doch wohl ein vernünftiges Mikro zulegen. Oder es zumindest vernünftig einstellen. Das kann man doch wohl erwarten. Ich habe damals eine Suppe mit Kapern gegessen. Da habe ich als Kind gedacht, dass mir eine Ratte ins Essen geschissen hat. Und es hat genauso geschmeckt. Boah, weißt du, wie Rattenschiff schmeckt? Keine Ahnung. Ich war ein Kind und es hat halt ekelhaft geschmeckt. Und ich dachte, es wäre eine Ratte. Also die Scheiße von der Ratte.
Okay. Kacke schmeckt meistens nach. Und warum hast du es dann gegessen, ist die Frage eigentlich. Ja. Naja, meine... Jetzt hätte er keinen Fernseher gucken dürfen. Nein, ich habe erst danach gedacht, dass es Rattenscheiße wäre, nachdem ich es gegessen habe. Weil ich es nicht kannte. Gut. Hallo. Also Kapern sind eklig, ist mein Fazit daraus. Hm. Echt? Ist in Ordnung, es sind ja die besten Pilze, aber es passt schon. Kapern. Waren das nicht Pilze? Nee. Hm. Ach, ich verwechsel die immer mit Morcheln, verwechsel ich die immer. Ja. Kapern sind so kleine grüne Dingsbums, die übelst. Kleine grüne Dingsbums. Jetzt wissen wir genau Bescheid. Dingsbums. Das salzige Kind ist da. Ja, ich verwechsel das anhand des Namens irgendwie mal mit Morcheln. Ich weiß auch nicht warum. Sieht halt aus wie Rattenscheiße. Die sind grün. Ich wusste gar nicht, dass Ratten grün scheißen. Es gibt doch schwarze. Kapern sind grün. Sobo! Ach, sind Kapern ja die Dinger, die man im Königsberger Klopse immer drin hat? Genau. Exakt die Dinger. Also Königsberger Klopse esse ich aber eigentlich... Alter, jetzt hast du mich wieder auf was gebracht, hole ich mir morgen. Die esse ich echt gerne. Das ist so geil. Wie ist das? Ich würde es auch heute noch... Ich mir sofort kaufen. Sarah? Hallo? Sarah? Bobo? Komm mal kurz mit in den Support Channel oben. Okay. Was hast du schon wieder angestellt? Was sind diese Klopse? Mit den Mods würde ich mich nicht anlegen. Jetzt oh, Mann. Was sind diese Nürnberg... Wie sagt ihr das? Oh, Königsberger Klopse. Also ja, was ist das bei euch? Drauf. Das sind einfach im Prinzip so Fleischklößchen mit einer speziellen Soße. Ach so. Die sind aber mit Leber, glaube ich, ne? Glaube sogar, ja. Ganz, also nicht viel, aber ein bisschen Leber und Dings und dann machst du Mehlspitze, ein bisschen Zitrone und Gedöns und Kapern und blablabla. Die Kinder essen das bestimmt, wenn nicht, esse ich es allein. Konnte dir alles klären? 800 Gramm Hack für Mama. Mhm. Alles gut? Ja, alles super. Okay. Ich bin schnell an Rauchen. Bis gleich. Bis gleich. Viel Erfolg. Wenn's der Hilfebox schreist. Yo! Ach, ich Idiot, warum mache ich keine Musik an? Läuft das mit Amon auch nicht schlecht. Ich überlege die ganze Zeit, ob man Königsberger Klopse überhaupt wirklich noch Königsberger Klopse nennen darf. Wieso? Naja, weil das ja Königsberg das heutige Kaliningrad ist und ja auf eine gewisse Zeit verweist, die nicht so ruhmreich war. Ja, aber das ist ja... Ja, du nennst doch einfach Kaliningrader Klopse, wenn es dir wichtig ist.
Dann versteht es ja keiner. Ich verstehe sowieso nicht, warum man sich darüber aufregt, wie ein Essen heißt, was aus einer Zeit stammt, ewig her ist. Das gleiche gilt für Mohrenköpfe. Oder darf man mittlerweile überhaupt Mohrenköpfe sagen? Also Schokokuss darf man immer sagen, Negerkuss darf man immer sagen. Gut, Negerkuss kann ich irgendwo verstehen. Schokokuss darf man, wie heißen die mittlerweile? Ich weiß es echt nicht mehr. Die haben sich so oft, haben sich da die Namen geändert. Das kennt Schaumküsse auch, mit Fettglasur. Das kennt auch kein Schwein mehr heutzutage. Aber bei dem ganzen Zeug, was sich heute jeder aufregt drüber, weiß sowieso kein Schwein mehr, was wirklich koscher ist. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich glaube auch, dass es heißer gekocht wird, als es gegessen wird. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich sollte mir mal Schuhe anziehen in Game. Ich laufe dauernd barfuß rum. Andererseits mache ich das in Real auch. Oh, wenn er schon wieder durch die halbe Stadt muss. Und die halbe Map meine ich. Was zocken? Hä? Was zockst du? GTA. Ah. Naja, ich bin selber schuld. Ich habe mir den Bunker am Arsch der Welt gekauft. Aber es war damals der günstigste, den ich gekriegt habe. Hätte ich mir ein bisschen zentraler gekauft, wäre besser gewesen. Wenn mein Flugzeug doch bloß schon in ferngelenkten Raketenwerfer wäre. Naja, der Kurama ist auch schnell. Wer ist denn da schon wieder gemutet?
Albatros. Hey Albert. Sorry. Ja, ich hab hier so ein Hotkey, ich komme manchmal drauf. Blöd, dass ich das immer sehe, ne? Ich hätte auch gern einen zweiten Bildschirm. Tja, mir sind zwei schon zu wenig. Ich hätte gerne noch einen dritten. Nein, das reicht doch. Das reicht, ne? Das reicht überhaupt nicht. Normalerweise habe ich auf einen immer einen Discord offen, auf einen immer Spiel. Und ich hätte gerne noch einen dritten, wo ich eventuelle Tipps oder solche Scheiße oder mal einen Film nebenbei noch laufen lassen kann. Der Witz, ich hätte sogar einen dritten. Bloß ich habe keinen Platz dafür. Kannst du ja auf den Boden stellen oder an die Decke hängen irgendwie. An die Wand. Oh, an die Decke hängen wäre vielleicht gar nicht so schlechte Idee. Ja, oder an die Wand. Mal gucken. Bist ja ein Heimwerker, habe ich gehört. Oder kein gesehen. Heimwerker. Ja, doch so ein bisschen schon, oder? Bin kein Heimwerker. Ich bin nicht unbegabt, was es angeht, aber ich bin deswegen noch lange Heimwerker. Okay. Ich hasse es, irgendwas im Haushalt zu machen. Von Werkzeug her und vom Zusammenbauen oder so. Ich bin extrem ungeschickt, wenn es um filigrane Arbeiten geht. Ist ja mehr so fürs Grobe, Garten umbauen oder wie? So Sachen. Bin ich ungeschickt, wenn es um bestimmte Problemlösungen geht. Aber ich bin in der Umsetzung meistens extrem unpraktisch. Wenn ich zum Beispiel ein Brett abschneiden muss und es möglichst gerade sein muss, kann sich darauf verlassen, dass es bei mir, wenn ich das abschneide, egal wie sehr ich mich darauf konzentriere, es gerade zu machen, grundsätzlich eine Schräge drinnen habe. Eine Schräge? Ach so, nicht gerade, oder wie meinst du? Ich schneide es nie gerade ab. Und wenn ich noch so oft darauf achte, dass ich es gerade abschneiden will. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das war schon immer so. Das ist, kaputte Säge oder so. Ja, vielleicht. Ist zwar ein Ding der Unmöglichkeit, aber ja. Oh Mann, ey, in Solo-Lobbys ist das Spielen echt entspannt. Nicht du. Die Virgin. Ich kann aber mal eine Witzeseite aufmachen, ich habe ein Buch davon da. Boah, ist der Junge da drüben hässlich. Das ist mein Sohn. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Ich bin seine Mutter. Okay, der ist gut. Ich will ein Eis. Warte mal, ich mach mal eben meine Webseite auf. Ich warne gleich mal vor, das sind perverse Witze. Ach.
Was sucht ein Einarmiger in der Fußgängerzone? Einen Second-Hand-Shop. Oh Mann. So, jetzt bloß kann ich meine Erotikbücher aufmachen. Was haben schwarze Eltern und Pizza gemeinsam? Ist egal. Witze über Schwarze darf man nicht machen, oder? Das ist out. Boah, da fällt mir aber ein richtig guter ein. Den hat mir mal ein Kollege erzählt, als ich noch zur Schule gegangen bin. Da war ich voll jung. Details. Also, was ist oben weiß und unten schwarz? Die Gesellschaft. Oh. Der ist krass, ja. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich hatte seit Tagen keinen Stuhl. Arzt, na, dann setzen Sie sich erstmal. Das ist doch gut. Kommt ein Mann zum Arzt, Herr Doktor, ich bin so vergesslich, fragt der Arzt, seit wann haben Sie das so? Haben Sie das? Antwortet der Patient. Seit wann habe ich was? Warum weint das Baby? Keine Ahnung, es hat schon geweint, bevor ich es getreten habe. Oh. Bernd verlangt. Was? Moment. Gesundheit. Bernd verlangt vom Arzt, was ein Wurmmittel, fragt der Doktor. Für einen Erwachsenen, drauf Bernd, erstaunt. Na, sagen Sie mal, woher soll ich das wissen, wie alt der Wurm ist? Ah, das verkackt meine scheiß Rechtschreibung. Rechtschreibung, genau. Ich bin nicht rassistisch. Rassismus ist ein Verbrechen und Verbrechen sind für Schwarze. Patient, Herr Doktor, mein Holzbein bereitet mir große Schmerzen. Doktor, warum das, Patient? Weil meine Frau mich damit schlägt. Red mal, es ist aber nicht das Buch, was ich eigentlich vorhatte zu lesen. Wo ist es denn, meine perversen Witze? Ach hier, das hier hatte ich nämlich eigentlich vor. Beim Buchstabierwettbewerb. Hans, buchstabiere bitte Opa. O-P-A, Opa. Sehr gut. Maria, buchstabiere bitte Oma. O-M-A. Wunderbar. Und jetzt du, Murat. Buchstabiere mal Rassendiskriminierung. zwei Schwule treffen sich, sagt der eine. Gestern ist mir ein Kondom geplatzt. Im Ernst? Nein, im Dieter. Der ist schon alt. Den kenne ich schon. Ich habe gestern meine Uhr verloren. Nein, im Ernst. Nee, im Dieter. Ah, jetzt höre ich euch wieder. Kontaktanzeige. Mädchen mit Pferdeschwanz sucht Jungen mit gleichen Eigenschaften. Das Problem an den Witzen hier ist, dass die zum Teil echt ziemlich lang sind. Die Mutter ist mit. Was? Die Mutter ist mit ihrem Kind im Kaufhaus. Das sieht das Kind plötzlich ein. Was? Ein tolles Lego-Auto, welches es unbedingt haben will. Sagt die Mutter: Du kriegst das Auto nur, wenn du mir einen Kuss gibst. Doch. Was? Doch als sich das Kind weigert, fragt sie: Warum willst du mir denn keinen Kuss? Was? Das ist komisch geschrieben, das wird mit scharfem S geschrieben. Deshalb schreibt der Kuss mit scharfem S. Warum willst du mir denn keinen Kuss geben? Schreibung ist das. Weil du heute Morgen Papas Pillermann im Mund hattest. Man sagt nicht mehr Neger, sondern Fachkraft für Baumwolllogistik. Boah, der ist aber echt böse. Der ist gut. Der ist echt böse. der Huber kommt
in die in die Wirtschaft und bestellt: Ich hätte gerne 3 Eier und einen Ochsenschwanz. Der Kellner seufzt. Ich auch, mein Herr, ich auch. Ein Pärchen abends im Bett. Warum lässt du es mich nie spüren, wenn du einen Orgasmus hast? Weil du da nie zu Hause bist. Oh Mann. Ich wollte Bier an einen Behindertenheim spenden, aber der Slogan Kasten für Spasten kam nicht so gut rüber. Ich will ein Eis. Im Vorzimmer des Chefs. Was? Im Vorzimmer des Chefs hocken 3 Sekretärinnen. Sagt die eine: Ich habe gestern einen Schreibtisch vom Chef, ein Kondom im Schreibtisch. Oh, ich und meine Lesekunst. Ich habe gestern im Schreibtisch vom Chef ein Kondom gefunden. Sagt die zweite: Ich habe ein Loch reingestochen. Sagt die dritte: Ich glaube, mir wird schlecht. Braucht er, bis der zündet, oder ist er so schlecht? Ein texanischer Sheriff wird zu einem Tatort gerufen. Als er die von 30 Kugeln durchlöcherte Leiche eines Schwarzen erblickt, spricht er entsetzt vor sich hin: Mein Gott, das ist der schlimmste Selbstmord, den ich je gesehen habe. Muss erstmal eine rauchen gehen. Was ist der Unterschied zwischen Liebe, wahrer Liebe und überraschender Liebe? Keiner? Blasen, schlucken, gurgeln. Oh Gott. Alter. Wer liest denn so lange Witze? Klein Erna. Es gibt in Afrika keine Busse. Es gibt zu viele Schwarzfahrer. Klein Erna hat zum ersten Mal ihre Tage. Sie hat zum keinen. Was? Sie hat kleine Fritz. Was? Sie geht zu Klein Fritz. Und sagt: Fritzchen, Fritzchen, was soll ich nur machen? Ich blute hier unten und weiß nicht, wovon. Kannst du mal bitte nachschauen? Ja, klar, sagt Fritzchen. Erna zieht ihre Hose aus und Fritzchen legt sich unter Erna. Fritzchen guckt nochmal. Beknackte. Guckt nochmal. Reißt die Augen auf und schreit: Ach du Scheiße, der ganze Sack ist abgerissen. Ein Mann kommt in den Puff. Es ist Stromausfall. Er sieht nichts, also fängt er an zu tasten. Er findet etwas und denkt sich: warum, was, warm, weich, feucht, haarig. Und rammelt rein. Und rammelt rein. Als er aus dem Puff geht, kommt ein bärtiger Mann hinter ihm her.
Bah! Wenn ich die Sau erwische. Von Lachen habe ich auch noch nichts gehört, oder? Ich bin gerade wieder rein und verstehe einfach gar nicht, was gerade abgeht. Das Mut weg, ja. Witz erzählen. Okay. Der alte Direktor wechselt. Der neue fragt, was ist denn von der Sekretärin zu halten? Als Fachkraft ist sie eine Pflaume, aber als Pflaume eine Fachkraft. Der ist gut. Wie bringt man eine Frau nach dem 5. Orgasmus noch einmal zum Schreien? Indem man den Schniedel an der frisch gewaschenen Gardine abwischt. Was sagt Schneewittchen zu Pinocchio in der Liebesnacht? Lüg, Pinocchio, lüg. Hört man mich jetzt? Hatte ich nicht verstanden. Ganz leise nur. Okay. So leise, dass du eher als eine Figur aus meinem Spiel hier durchkommen könntest. Beck? Nein. Nein. Was nein? Die U-Bahn ist brechend voll. Sagt Georg zu der, was, zum neben ihm stehenden Dame. Da oben links ist ein Haltegriff. Danke, ich habe schon einen. Ich weiß, aber ich muss jetzt gleich raus. Und bei wem höre ich mich da doppelt? Kleidermann. Kleidermann. Entschuldigung. Mal sehen, was haben wir hier noch? Hört man mich jetzt? Ja? Nein? Nach wie vor nein. Steht ein Mann nackt vorm Spiegel, betrachtet sich und sagt, ach, 2 Zentimeter mehr, und ich wäre König. Antwortet eine Stimme, 2 Zentimeter weniger und du wärst Königin.
voll müde, ey. Erzählt ihr euch hier die ganze Zeit Witze oder wie? Zum Teil. Erzähl du mal ein kleiner Mann. Ah, ich kenne keine Witze. Dafür gibt es Webseiten heutzutage. Aber das ist ja doof, wenn man das dann abliest. Sonst, ich google mal jetzt nach Witzen. Viel Erfolg. Was reden? Ein Ehepaar beim Sex. Der Mann ruft bei der Polizei an. Kommen Sie schnell, unser Kind hat ein Kondom verschluckt. Ein paar Minuten später ein zweiter Anruf. Sie brauchen nicht mehr zu kommen. Wir haben ein anderes Kondom gefunden. Schatz, warum hast du das Kinderbett eigentlich so hoch gebaut? Ja, damit wir besser hören können, wenn es rausfällt. Jetzt habe ich auch einen gefunden. Treffen sich ein Russe und ein Deutscher. Sagt der Russe, Rita leckt Hoden. Sagt der Deutsche, Rainer ist ein Hurensohn. Und da sagt der Rainer, du bist ein Stück Scheiße auf zwei Beinen, das keinen wirklichen Humor hat, dumm ist und dich bannt. Tschüss, du Wichser. Und wenn du mir jemals im realen Leben, Hurensohn, fick dich, du dicke Sau. So, jetzt haben wir dich erst einmal gemutet. Und ich schwöre dir, Junge, wenn du mir jemals im realen Leben über den Weg läufst, ich werde dich per rostigen Messer kastrieren, du Bastard. Ich hab's mir noch irgendwie gedacht, dass mir die Stimme von vorhin bekannt vorkam, aber ich war mir nicht sicher, als ich gerade im Willkommensbereich mit ihm geredet habe. Ach, erzähl du doch mal einen Witz. Ich hab die ganze Zeit Witze erzählt. Ja, ich war nicht hier. Kann ich was dafür? Nee. Brauchst nicht so genervt zu reagieren. Ja, du auch nicht. Ich glaube, nach der Aktion gerade habe ich jedes Recht, genervt zu reagieren. Kann mich aber auch täuschen. Zwei Blondinen unterhalten sich. Stell dir vor, als ich neulich nach Hause kam, saß mein Mann im Wohnzimmer und wichste. Das ist ja ekelhaft. Was hast du denn gemacht? Ich habe die natürlich sofort in den Mund genommen und die Sache zu Ende gebracht. Ja, warum denn das? Dann lieber einmal Zähne putzen als die ganze Wohnung. Den habe ich auch in meiner Liste hier. Hast du die Blondinenwitze gesucht, ja? Hast du wieder Blondinenwitze gesucht? Nee, ich habe doch ein Buch hier. Ich musste die Bücher alle vom WC entfernen, damit die Kinder die nicht irgendwann lesen. Die Sexwitze-Bücher. Was hast du gesagt? Ich habe die nicht verstanden, weil ich gerade Schießerei hier im Spiel.
Gut. Also was ist das jetzt? Hä, wieso habe ich eine andere Waffe in der Hand? Da war gerade schon wieder. Wer denn? Der Typ, der jetzt hier zweimal im Raum war und jedes Mal irgendwie hier den Drachen beleidigt hat. Asozial.
Hallo? Ist es gerade nur so still oder höre ich nicht? Ist nur still. Ach so, okay. Es ist nach 22 Uhr. Nachtruhe. Nachtruhe, so existiert gar nicht. Doch. Was? Das ist ein Gerücht. Und unverfroren ist noch dazu. Dass ich sie. Wenn ich jemanden ein Bild schicke und der versendet es weiter, ist das verboten? Ja. Natürlich. Kann man da rechtlich vorgehen? Natürlich, weil das gilt als Verstoß am Recht des eigenen Bildes. Wenn du es jemandem schickst, ist es deine Sache, weil es dein Bild ist. Wenn du aber Bilder von anderen weiter verschickst, gilt es als Verstoß gegen Recht am eigenen Bild. Weil auf meinem Server ist das jemandem passiert und ich würde ihnen gerne helfen. Aber ich weiß gar nicht, was ich dem sagen soll. Es soll zur Polizei gehen. Am besten mit den Daten von der Person. Und bei der Polizei Anzeige erstatten. Das ist schon mal das Erste. Aber wahrscheinlich muss er auf zivilrechtlichem Weg dann hergehen und Recht am eigenen Bild einklagen. Das kann okay. Ziemlich hohe Strafen nach sich ziehen, aber das muss halt auf zivilrechtlichem Weg passieren. Okay. Also zum Anwalt gehen. Das ist richtig asozial, ey. Man kann nichts machen. Sowas wird da so schnell versendet. Welcome in my life. Oder to my life. Hast du dagegen schon mal geklagt? Viele Male. Und? Hat es was gebracht? Nö, weil man nie rausgefunden hat, wer es war. Okay. Das Gute ist, ich weiß sogar die Adresse des Typen. Weil der so blöd war und hat seinen Spotify-Namen als Artikel in eBay-Kleinanzeigen mit Adresse und Telefonnummer und allem drum und dran. Blöd gelaufen. Ja. Na, dann sollte es halbwegs einfach sein. Ich habe die Daten dem Typen gegeben, habe ihm gesagt, mach damit, was du willst. Zur Not werde ich. Keine Ahnung, soll er selbst wissen. Musst aber auch vorsichtig sein, wenn du solche Daten weitergibst, ne? Hab den öffentlichen Link von eBay Kleinanzeigen geschickt, das ist ja. Dann geht's ja. Ja. Das ist okay, ja. Aber wenn du hergehst und jetzt die Adresse aufgeschrieben hast und ihn gegeben hättest, hätte das als Datenverletzung gelten können. Ist das, also wenn. Ja, es ist eine Grauzone, ja. Es ist schon ein bisschen tricky, das Ganze. Weil Adressen stehen ja auch im Netz generell oder ich weiß nicht. Ja, ich bin kein Jurist, ich kenne mich damit auch nur insoweit aus, wie ich damit schon zu tun hatte. Und auch da nur mäßig. Das ist alles bescheuert, ja. Das ist die menschliche Existenz. Was soll es sonst sein als bescheuert? Vernünftig. Die menschliche Existenz ist ein Widerspruch in sich. Na, nicht unbedingt. Doch. Ich habe hier und da auch echt schöne Momente, manchmal hier auch auf Discord. Aber oft ist es einfach nur Kacke. Schöne Momente schließt dir das nicht aus. Also Discord fand ich bis jetzt eigentlich fast nur Kacke.
weil da nie was Schönes bei rausgekommen ist. Und dann muss man sich auch noch mit den Leuten wie vorhin rumärgern. Menschliche Existenz ist ein Widerspruch in sich. Oder wie hast du gemeint? Die Menschheit ist ein Widerspruch in sich. Die Menschheit ist ein Widerspruch in sich. Die Menschheit und die ganze Existenz der Menschheit, ja. Hä? Wir halten uns für intelligent, benehmen uns aber komplett dämlich. Wir halten uns für, keine Ahnung, die Krone der Schöpfung, sind aber genau das Gegenteil irgendwie. Ach so, Mann. Die menschliche Existenz ist in vielerlei. Die menschliche Existenz ist in vielerlei Hinsicht ein Widerspruch in sich. Ich habe heute einen Tetrapack gesehen, wo Eigelb mit Eiweiß vermischt war und als Rührei verkauft wird. Was man nur noch machen muss. Das Tja. Ist menschliche Intelligenz. Tja, und genau das meine ich damit. Was ist falsch an normalen Eiern? Ja, ganz ehrlich, wer zu faul ist, die scheiß Eier aufzuknacken und sich das Rührei selber zu rühren, dem kann man auch nicht mehr helfen. Wer zu faul ist, das Rührei selber zu machen, ist für mich das ist für mich eigentlich jemand, der verdient, nicht ein Rührei zu essen. Ganz einfach. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Nee, also tatsächlich als Punkt, nicht als Frage. Und ich habe heute bei Kaufland Kakteen gesehen, wo Blüten draufgeklebt waren oder so Steinpflanzen, die angesprüht waren mit blauer Farbe zum Verkaufen. Heißt das jetzt Kakteen oder Kaktusse? Oh Kakteen. Gott, das hatten wir neulich als Thema. Kaktus ist eine Beleidigung. Also ich kenne beide Ausdrücke. Die Frau, die vielleicht die Blüten draufgeklebt hat, ist eine Kaktus, aber nicht die Kakteen. Vielleicht war es auch ein Mann. Dann ist er auch eine Kaktus. Danke fürs Gespräch. Schon wieder tot, schon wieder Viech in die Luft gejagt. Mir ist langweilig. Wie bitte? Mir ist langweilig. Wollen wir weiter Witz erzählen? Ja, erzähl mal einen Witz. Jojo, Witzelam. Ich habe nur schwarzen Humor. Ich glaube, der ist nicht okay. Was ist ein Keks unterm Baum? Schattiges Plätzchen. Hau raus, schwarze Witze. Dunkle Witze. Farbige Witze. POC-Witze. Ey, langsam, ne? Das dritte Mal außer Gefecht, Alter. Sag mal, könnt ihr nicht irgendwas machen, dass man ein bisschen mehr aushält als das, was die Jam hier an den Tag legen? Spielst du gerade COD? GTA. Ach so.
Man hält absolut gar nichts aus. Zwei Schüsse von den Gegnern und man ist tot, ey. Lass dich halt nicht treffen. Ja. Als ob das so einfach wäre. Jetzt kommt einer von hinten, obwohl ich hinter mir alles platt gemacht. Danke fürs Gespräch. Bitte. Ja, in GTA stirbt man sehr schnell. Warum eigentlich? Das macht doch keinen Sinn, nicht? Damit es nicht so einfach ist, vielleicht. Ja, ich glaube, das soll es irgendwie, dass es realer ist, darstellen. Wenn ich Realität will, dann nehme ich mir eine Kanone und renne so durch die Gegend. Ich spiele ein Spiel nicht, weil ich Realität will. Es kommt drauf an, welches Spiel. Kommt nicht darauf an, welches Spiel. Ein Videospiel ist etwas, was ich mache, um mich aus meinem realen Leben in irgendeiner Art und Weise zu flüchten und nicht umherzugehen und um mich möglichst real abmurksen zu lassen. Ich glaube, dann muss man. Naja, du flüchtest ja trotzdem aus deinem Leben in ein anderes Leben hinein, so. Und es gibt halt Spiele, die sind sehr realitätsnah aufgebaut. Weil es Menschen gibt. Noch einmal, ich möchte keine Videospiele, wo ich real irgendwo sterbe oder sonst was. Ich möchte ein Spiel, wo ich einfach zocken kann, wo ich möglichst wenig Realität habe. Das ist der Sinn, warum ich Videospiele spiele. Deswegen spiele ich gern Halo. Da hat man ein bisschen mehr Zeit durch das Schutzschild. Ja, oder Borderlands. Oder ähnliches. Gibt ja Spiele, wo man nicht verlieren kann. Das nicht verlieren. Ich habe kein Problem damit zu verlieren. Aber zu sterben. Ich habe kein Problem damit zu sterben, aber ich habe keinen Bock, nach zwei Schüssen tot zu sein. Ich möchte auch ein bisschen Chancen haben. Und ich habe hier eigentlich keine Chancen gegen die Gegner. Wird der mich jetzt gerade verarschen, oder was? Komm, geht dir. Wovon reden wir denn gerade die ganze Zeit? Ja, du möchtest ein Spiel, das nicht real ist, also das nicht realitätsbezogen ist, weil du dann zu schnell stirbst. Aber du spielst gleichzeitig ein Spiel, das halt so aufgebaut ist. Ja. Ja, aber es nervt, wenn man. Es nervt, wenn man permanent verreckt, vor allem dann, wenn man das Problem hat, dass man dann auch jedes Mal immens hohe Strafen zahlen muss. Ich meine, ich habe gerade $60 noch von 5.000, die ich hatte vorhin. Sowas ist für mich einfach nur ein frustrierendes Spiel und sowas möchte ich nicht. Ein Spiel halt was anderes. Ich möchte aber das Spiel hier weiter. Jetzt kann ich ja dann mal mein Fahrzeug aus. Ich werde jetzt nicht mit dir darüber diskutieren. Willst du mir jetzt auf den Sack gehen oder was? Tu halt nicht so, als würdest du es nicht verstehen, ey. Ich kapiere nicht, was man da jetzt diskutieren muss drüber. Mal ehrlich, ey, wie wär's mal mit ein bisschen Nachdenken? Ich glaube, das meinte sie nicht böse. Ganz ehrlich, ey, wenn man jetzt die ganze Zeit drüber diskutieren darf, die ganze Zeit immer wieder. Irgendwann geht's auch auf den Sack. Mein Ernst, ey. Ich komm halt auf keinen Punkt.
Boah, was willst du denn von mir? Bleib da hinten, Drecksack, Alter. Drache, ist dein Profilbild von Son Gohan? Profilbild? Was für ein Profilbild? In Discord, das Profilbild. Wer stellt es da von Dragon Ball? Nicht so, das ist doch nicht Son Gohan. Das ist überhaupt niemand aus Dragon Ball. Wer ist es dann? Das ist Meliodas, der Dragon Sin. Oh, okay, kenn Wer will denn mit dir da fahren? Du steigst da jetzt ein und jetzt fahr Gas. Ach ja, Schloche. Alter, ich krieg gleich die Krätze, Alter. Ich verliere jeden verschissenen Cent. Jo, Perko. Glaube ich, gleich die Krätze. Du Hurensohn, Alter, stirb. Ja, Perko. Perko. Und der ist AFK. Dann hat er nichts hier drin zu sein. Es sind anscheinend viele AFK. Redet keiner. Nee, ich hör zu. Wenn man sie anspricht und sie nicht reagieren, haben sie jedenfalls verkackt. Logisch. Ja, ich bin so ein bisschen im Fokus gerade. Auf was bist du denn fokussiert? Ja, ich habe was gezockt hier gerade. Auch wenn ich irgendwas zocke, reagiere ich auf meinen Namen. Ja, es hat keiner meinen Namen gesagt. Ich zock gerade Halo. Welchen Teil? 3 am PC. Was? Geht doch gar nicht. 3 gibt's bloß für die Xbox 360. Nee, kam letztens raus. Das ist komplett Halo 3, 2, Reach kam alles zwei, im PC raus. 2 und 3 gibt's nach 2 und 3 gibt's eigentlich nur für den Computer. Ich weiß es, nur für die Xbox, weil ich habe das da als Original Helm sogar noch den 3er. Musst du auf Steam schauen. Wurde jetzt rausgehauen. Kann man jetzt online zocken. Aber auch offline, die Kampagne. Beyond Two Souls und so ist ja jetzt auch für Steam draußen. Was ist für Steam draußen? Beyond Two Souls, Detroit Become Human und Heavy Rain. War ja auch PlayStation exklusiv. Sagt mir alles nichts. Nichts? Da hast du es verpasst. Mit Sicherheit nicht. Weil ich kein PlayStation-Fan bin. Im Gegenteil, PlayStation ist Rotz. Da muss man kein Fan von der PlayStation sein. Ja, offensichtlich schon. Nee, war leider, dass es nur dafür rauskam. Früher. Ja, und wenn man kein PlayStation-Fan ist, hat man auch nicht viel Ahnung von den PlayStation-Spielen. Ich habe auch keine PlayStation. Also auf der PlayStation habe ich das Yakuza geliebt.
Was ich auf der PlayStation 2 damals gezockt habe, war Tuck und die macht das Chuchu. Ja, und ansonsten eigentlich nur Tony Hawk und Need for Speed, das war's. Ah ja, Tony Hawk, genau. Mehr habe ich gar nicht gespielt. Ach doch, Mortal Kombat hatte ich noch, das war alles. Mehr habe ich da gar nicht gespielt. Es gibt meiner Meinung nach nicht viele Spiele, die sich lohnen auf der PlayStation. Also ich habe das letztens gelesen, für die PlayStation 2 wurden 3800 Spiele veröffentlicht und da sind bestimmt einige gute dabei. Ich bin nach wie vor Nintendo-Fan. Da gibt es vielleicht nicht so viele gute Spiele, aber oder gibt es vielleicht nicht so viele Spiele, aber die Spiele sind dann so gut gemacht, dass du die dein Leben lang spielen willst. Leider, lassen ein paar aber auch nach. Zum Beispiel? Yoshi. Also dass die neuen Yoshi-Teile finde ich nicht mal ansatzweise so gut wie das alte von früher. Yoshi hatte meiner Meinung nach sowieso bloß ein gutes Yoshi-Spiel. Ja. Ja. Also, gibt bloß ein gutes Yoshi-Spiel, und zwar Yoshi's Island. Ja. Und die anderen wären vielleicht auch schön gewesen, wenn sie die gut gemacht hätten. Naja. Bei Donkey Kong ist doch dasselbe. Der einzige Flop bei Donkey Kong war Donkey Kong 64. Alle anderen Teile waren echt super, finde ich aber auch die heutigen Teile gut. Das Returns und Donkey Kong Country Tropical Freeze. Fand ich alles super. Würde mir nur noch ein weiteres Donkey Kong wünschen, für die Switch. Da ist bisher noch keins rausgekommen. Da gab es bisher nur das Tropical Freeze als Neuauflage. Fand ich ein bisschen schade und traurig. Wäre schön, wenn sie zumindest noch einen dritten Teil aus der Returns-Reihe rausbringen würden. Es ist auch echt schade, dass die nichts mehr mit Riot Games machen. Rare wäre geil, wenn sie wieder mit reinbringen würden. Die hatten richtig gute Spiele zusammen. Da gibt viele Entwicklerstudios, die ich da vermisse. Wenn noch die ganz, ganz, ganz alten Spiele von Quentin kennt. Naja. Kennt wohl keiner. Kenn bestimmt welche, aber Entwicklerstudios kenne ich nur zwei oder so, oder drei. Kennst du Terranigma, Illusion? Terranigma kenne ich, klar. Die sind alle von Quentin. Ah, und siehst du? Soul Blazer, Actraiser 1 und 2. Das sagt mir jetzt nichts. Also, die hatten irgendwie nur ein paar Spiele gemacht. Und die waren. Was ein geniales Spiel war auf der N64, auf der Super Nintendo, was ich mir unbedingt irgendwann mal zulegen will, aber das ist leider scheiße teuer, weil es kaum noch existiert. Das war, fällt mir der Name nicht ein. Verdammt. Ach, mir fällt es rein, keine Ahnung. Dreck. Beschreib's mal. Mir liegt's auf der Zunge, warte mal. Das war so ein Spiel raus, ich habe nämlich keinen Bock mehr. Secret of Evermore und Secret of Mana. Die beiden Teile habe ich. Ja, ich hätte es auch gerne. Ja, ich habe viele Originalteile hier auf der Super Nintendo, aber die fehlen leider. Die Übersetzung war großartig. Ich war zwar noch sehr klein, aber auch damals habe ich gemerkt, dass der Joke mit der Lindenstraße nicht reinpasst. Ja. Feuerauge. War auch irgendwie geil. Ja, Secret of Evermore war aber richtig geil. Das war einer meiner absoluten Lieblingsteile.
Dem, also ist, aus Kindersicht gesehen war am Anfang ein bisschen zu düster für mich. Da war es Secret of Mana ein bisschen spannender. Ja, Secret of Evermore war damals, hat so richtig dunkel angehaucht. So kommst du als Junge in einer normalen, modernen Welt in ein Labor und wirst plötzlich durch einen Fehler im Labor plötzlich in die Vergangenheit oder in eine merkwürdige Vergangenheit gepackt und wirst erstmal von irgendwelchen Raptoren angegriffen. Das ist schon irgendwie finster gewesen. Ja, dann war einfach, weißt du, so als Kind willst du was Buntes spielen und da bist du halt ewig lang in dieser Welt da. Hinterher war es eigentlich echt interessant, aber am Anfang war es anstrengend. Ich fand es halt damals lustig, dass man seinen Hund dauernd verändern konnte. Ja. Aber man musste halt auch immer ein bisschen, man musste halt schon mitdenken. Also es war schon ein, ja, für ein Kind ist es fast schon ein bisschen aufwendig gewesen, das Spiel. Man da hat man viele Sachen hat man da zum Teil gar nicht gecheckt. Weil manche Rätsel waren dann doch ganz schön knackig. Ich habe es vor ein paar Jahren dann über Emulator nochmal gezockt. Und muss ganz ehrlich sagen, ein paar Rätsel waren ganz schön knackig. Wo ich mir denke, so habe ich die als Kind überhaupt gecheckt. Es ist aber halt auch ein Spiel. Das sind halt so geniale Stück Softwares, die halt auch heute noch wirklich begeistern können und die sich auch wirklich grafisch noch sehen lassen können. Es gab ja mal das Remake von Secret of Mana. Das war richtig kacke. Das war eins und eins. Hm? Stimmt, da haben sie ein Remake gemacht, ja. Und sie haben so viel Potenzial verschenkt. Und die haben das letzte bisschen Sympathie und Lebendigkeit noch rausgenommen. Aber machen jetzt ein paar andere Secret of Mana Teile wohl besser nach. Den gab Teil 2. Machen die jetzt noch. Ich war ja immer eher ein Fan von Secret of Evermore. Secret of Mana war auch nicht schlecht, aber Secret of Evermore war mir lieber. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass mein Hund dabei hatte. Ich habe sogar die Komplettlösungen noch. Ah, ich habe noch die Komplettlösungen von Donkey Kong N64 und von Super Mario 64 hier. Nee, beim N64-Teil hatten wir keinen alten Nintendo-Teilen. Alten Nintendo-Teile, kommt sie daher? Weißt du, ich rede von N64. Ja, aber noch die ganze Zeit, ja, noch älter. Ding ist ja noch älter. Secret of Mana und Secret of Evermore ist ja noch älter als N64. Darauf wollte ich gerade hinaus. Also Secret of Evermore, Terranigma und Secret of Mana habe ich die Komplettlösungen. Und von noch irgendeinem Spiel, was weiß ich gerade nicht mehr. Ich war nie. Verdammt. Ich war nie ein großer Fan von Komplettlösungen. Also, erstmal moin in die Runde. Moin. Moin. Aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich hätte echt mal wieder Bock, ein bisschen Banjo-Kazooie zu zocken. Ja, das hatte ich, glaube ich, nicht. Ich hatte Crash. War niemals falsch. Ja, man konnte spielen, aber war ich nicht so geil. Mario 64 natürlich, Mario Kart und wir hatten Pokémon Snap und das hat mein Bruder mit einem anderen Kind getauscht. Deswegen hatte ich Super Smash Bros. Gehabt. Und danach hat mein Bruder den Typen nie wieder gesehen. Vogel. Ja? Achte mal bitte drauf, dass du nicht auf Dauer senden bist. Weil du blinkst die ganze Zeit, wenn alle anderen reden. Das ist ein bisschen irritierend. Kann es dir passieren, wenn jemand anfängt, darum zu beleidigen, dass ich dich versehentlich banne. Jo, ich achte drauf. Ist halt in deinem eigenen Interesse. Ja, klar, passt. Die Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie-Reihe war echt nicht schlecht. Muss aber auch sagen, dass mir tatsächlich von Banjo-Kazooie wirklich nur der erste und der zweite Teil gefallen hat. Also die auf dem N64. Ich hatte mir das auf der 360 gezockt. Das konntest du vergessen. Ich konnte als Kind halt nur das spielen, was mein Bruder sich gekauft hat. Also hatte ich da kein Mitspracherecht. Ach ja. Ja, ich habe es mir damals auch nur ausgeliehen von einer Mitschülerin. Und Traumfrau.
Was? Ja, voll lieb, ey, dass sie das ausleiht. Es war nicht einmal ihrs, glaube ich, es war vor ihrem Bruder. Ich habe damals das überlegt, das hier abzukaufen, aber es hat dann doch nicht geklappt. Wie alt warst du damals? Keine Ahnung, 13, 14? Ich war so 4, 5. Ja, ich bin ja auch ein ganzes Stück älter als du wahrscheinlich. Ja. Ich habe mir damals in Komplettlösung immer die Bilder angeguckt und bin immer in den Städten rumgelaufen, so ein bisschen auf Vater mit der Kind spielen und so. Ich konnte noch gar nicht richtig lesen. Wie alt bist du, Schmim? Ich bin jetzt 23. Oh, um Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Bei anderen Leuten bin ich alt und hier bin ich jung. Wenn ich 2 Jahre älter wäre, wärst du genau 10 Jahre jünger. Ja, mein Bruder ist 29. Ist er 29? Ja, doch, ist 29. Der hat ja damals immer mir dann geholfen. Wir haben Pokémon Stadium haben wir ganz viel gespielt zusammen. Habe ich sogar noch da. Und eins Turok. Und das 2er. Haben wir mit meinem Papa zusammen gespielt. Turok war toll. Turok habe ich... Kinderfreundlich. Und Turok hatte ich ewig nur auf dem Gamecube, das habe ich dann aber verkauft. Die Ehre. Turok Evolution hieß das. Ja, das habe ich am Mitschüler abgekauft, aber es war eigentlich nie so mein Fall. Ich habe da tatsächlich nie groß gezockt gehabt. Kennt ihr diese alte Cartridge von Nintendo 64 von Turok, diese schwarze? Na klar. War so geil. Die hat mein Nachbar mal gehabt, ewig lange. Weiß nicht, ob es hier, vielleicht hat er sie ja noch, keine Ahnung. Ich wusste auch jahrelang nicht, dass es von Pokémon Gold auch noch eine silberne Edition gibt, weil ich hatte ja nie die andere. Die habe ich mir auf dem Flohmarkt. Natürlich. Ja, ich war ja klein, ich wusste es ja nicht. Und dann habe ich mir auf dem Flohmarkt die silberne Edition gekauft und fühlte mich hinterher Jahre später so, als hätte ich so eine Creepypasta. Man kennt es ja. Kauf die blutrote Edition vom Flohmarkt. Übrigens. Die silberne war viel besser wegen Lugia. Finde ich auch. Also muss ich mal flexen. Vor der N64 gab es ja damals das Ocarina of Time und das Majora's Mask. Und bei den Zelda-Spielen war es damals bei den Cartridges immer so, wenn du eine der ersten, ich weiß nicht, die ersten 50, die ersten 100 Ausgaben, die verkauft wurden oder so, die waren golden. Und ich habe tatsächlich von Majora's Mask die goldene Ausgabe von der Cartridge vom N64. Ich habe keine. Boah, Sünde. Ja, Sünde. Ich war ein kleines Mädchen und konnte es mir nicht aussuchen. Ich hatte Sünde. Ocarina of Time, glaube ich. Nee, ich hatte gar keinen 64-Teil. Ich hatte nur den alten Super Nintendo-Teil. Da also ich noch fand so ja Majora's Mask besser als Ocarina of Time. Ja, ich glaube, dass man die nicht miteinander vergleichen. Ich weiß nicht, warum nicht? Ja, weil die beide ihre eigene Story haben und ihre komplett eigene Welt. Gut, es sind mehr oder weniger die gleichen Charaktere wie im anderen Teil. Aber im Manga, wenn du dir den Manga mal anschaust, da verstehst du auch warum. Weil du halt eigentlich im vergessenen Wäldern bist und dadurch wird Link aus seiner Erinnerung suggestiert. War das richtig? Diese Charaktere, die da auftauchen, die werden aus Links Erinnerung erschaffen. Deswegen sehen genau. Die gleich aus, aber die haben ja, sind ja auch nicht die gleichen Charaktere. Die haben ja alle ihr eigenes Leben, sind ja komplett andere Figuren, haben zum Teil auch komplett andere Namen. Und ja, deswegen... Ich finde nicht, dass man das miteinander vergleichen kann. Genauso wenig verstehe ich, dass Leute Zelda-Teile überhaupt miteinander vergleichen. Jeder Zelda-Teil war an und für sich ein einzigartiges Stück Software, was besonders genial war und ist bis heute ja nicht ohne Grund einer der besten und genialsten Videospielgeschichte-Teile, die es gibt. Ja, das ist ja auch Geschmackssache. Das mag sein, aber jeder, der Zelda verleugnet als geniales Stück Software, ist in meinen Augen eigentlich jemand, der unwürdig ist, sich einen Gamer zu nennen, weil selbst wenn man es nicht spielt, man muss schon anerkennen, Zelda und Mario und Donkey Kong, das sind so die Vorreiter dieser ganzen Spiele, die es heutzutage gibt, und die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann entwickelt wurden.
Und egal, wie sie sich letzten Endes weiterentwickelt haben mit COD und was weiß ich, den ganzen Shooter-Quatsch, es gab immer irgendwo einen Vorgänger. Und Mario, Donkey Kong und Link sind so die, ja, unter anderem Hauptvideospielfiguren, die mit dafür verantwortlich sind, dass die Videospielgeschichte überhaupt sich in diese Richtung auch entwickelt hat. Und die Striche von Ping Pong. Ping Pong. Naja, klar. Ping Pong ist, oder Ping, naja, weder Ping Pong. Weder Ping Pong noch Ping, das heißt nur Pong, das Spiel. Aber. Ich geh schlafen, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber auch das war natürlich ein geniales Stück Software für die damalige Zeit. Und ich weiß nicht, wer von euch das tatsächlich noch gespielt hat, aber wir haben als Kinder tatsächlich noch vorm Fernseher gesessen und haben Pong gespielt. Die Hintergrundlore vom Manga von Pong war ja genial. Ah. War Spaß. Ja, da haben wir noch Pong mit Steinen und Brettern gespielt. Ha. Dann bist du, das ist richtig alt. Nee, ernsthaft, wir haben so wirklich so die Konsole damals daheim gehabt, also mein Bekannter von mir. Und wir haben da wirklich so einen Joystick gehabt mit rauf und runter und dann hast du wirklich nur dieses Pong gespielt. Mir persönlich hat es nicht so gefallen, aber es gehört trotzdem mit dazu. Ohne diese Sachen hätten sie keine Videospiele entwickelt. Und deswegen. Der alte Atari. Genau, und deswegen muss man diese Konsolen und diese Spiele respektieren. Finde ich. Das auf jeden Fall. Also, es gibt ein paar Schwächen, wo ich finde, es hätte nicht sein müssen. Ich finde, jedes Spiel, wo man eine Sekundärquelle braucht, um es zu verstehen, immer blöd. Also ich sag dazu immer, jeder Fehler, der gemacht wurde, ist ein Fehler, der gemacht werden musste. Weil man kann sich nur weiterentwickeln, wenn man Fehler macht. Wenn du keine Fehler machst in deinem Leben, dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Nee, natürlich, aber ich glaube, die meisten entstanden ja nur aus Zeitdruck, leider. Weil es nicht so genug geht. Ja, ganz ehrlich. Auch nicht jeden Fehler machen, oder? Ganz ehrlich, ich glaube, dass die heutigen Spiele oder die heutigen Entwickler viel mehr unter Zeitdruck stehen als die damaligen. Das kann man sagen. Weil damals, Alter, du hast eine Rückkopplung. Weil damals war noch die Erwartung von den Leuten an die Videospiele noch nicht so hoch wie heutzutage. Deswegen denke ich, so an Aachen Zeitdruck werden die im Vergleich zu heute gar nicht gehabt haben. Ich denke, die heutigen Leute haben da mehr Zeitdruck. Also, keine Ahnung. Ich mag alte Spiele auch, aber Zelda zum Beispiel fand ich immer mega langweilig. Also, naja, ich find's cool. Es ging mir ja nicht darum, ob du es gut oder schlecht findest, sondern es ging mir darum, dass man es respektieren muss als Stück der Vergangenheit, was die Videospielgeschichte angeht. Darum ja, hat jemand bezweifelt. Ob man es mag oder nicht, ist natürlich Alter, deine Rückkopplung ist nervig. Ob man es natürlich mag oder nicht mag, ist natürlich logischerweise vom Geschmack abhängig. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ab halt auch in der Zeit damals gute und schlechte Spieler, ne? Natürlich. Aber es gibt ja einen Grund dafür, dass Zelda und Mario und auch Donkey Kong so beliebte Spiele waren. Oder auch Kirby, die rosa Knutschkugel. Alter, was magst du denn? Achte mal bitte drauf, dass deine Rückkopplung nicht dauernd stört. Ja, sorry. Ich pass auf. Kirby hatte ich noch den alten Gameboy-Teil, wo er noch gar nicht rosa war. Oh Gott, Kirby's Dream Land, wie ich das gesuchtet habe. Ich habe mit 4 Jahren von meinem Bruder ehrenhafterweise seinen Gameboy geerbt bekommen. Mit all seinen Spielen. Meinst du den ersten Gameboy? Nee, gar nicht. Den Gameboy Color, der hatte den ersten, aber dann hatte er den zweiten. Und als er seinen Advance bekommen hat, habe ich dann seinen Gameboy bekommen. Boah, ich habe meine ganzen Sachen noch da. Ich habe mein N64, ich habe mein Super Nintendo noch hier, mein N64, GameCube, Wii U, Switch und auch mein Gameboy von damals, mein Gameboy Color, mein Gameboy Advance, mein Gameboy SD. Ich hatte damals den Gameboy in der Pikachu Sonderedition, Junge. Die habe ich auch. Ich ärgere mich so sehr, dass ich den verkauft habe, ne? Die habe ich. Genau die Version habe ich. Ja. Und jetzt muss ich noch ein bisschen mehr flexen. Ich habe von der N64 die Pokémon-Edition.
Ich habe echt die originale Pokémon-Edition, wo du Pikachu hast, wo der linke, Moment, der rechte Fuß von Pikachu ist der Reset-Button und seine Backen leuchten. Genau. Wie viel willst du dafür? Eine Milliarde. Gib das, die gebe ich nicht her. Ah, gut. Dann nicht. Kriegst du. Na gut, ich wünsche dir einen schönen Abend. Jo, ciao. Ciao, Mali. Ciao. Nee, die gebe ich nicht her. Auch mein Gameboy gebe ich nicht her. Ich bin zwar kein großer Pokémon-Fan mehr, aber allein schon die Tatsache, dass es ja sowieso eine Konsole ist, die nicht mehr hergestellt wird. Also generell Nintendo, so der N64. Ja, würde nicht mehr hergestellt. Das ist der Nostalgie-Kick immer. Ich weiß noch, der allererste Gameboy, der kam damals an meinem 9. Geburtstag raus. Und Alter, ich war so aufgeregt, Mann. Ach so, wusstet ihr übrigens, dass Wind Waker an meinem Geburtstag rauskam? Hast du deinen Geburtstag? Einen Tag vorher oder einen Tag später? Am 2.8. Warte mal. Erscheinungsdatum Legend of Zelda Wind Waker. Was? Das kam doch nicht im Dezember raus. Achso, warte, ist es die Amerikaner, ist es die, ich will nicht das Erscheinungsdatum aus Dings an. Deutsche Erscheinungsdatum, The Legend of Zelda Wind Waker. Ich fand ja bei Majora's Mask am besten, dass man mit Sora schwimmen konnte. Am 3. Mai 2003 steht hier. Habe ich das dann bloß mir zum Geburtstag gewünscht gehabt? Ich dachte echt, das Wind Waker kam an meinem Geburtstag raus. Oh. Ja, es war mit Schuhe, dass man es generell nicht verkehrt, dass man sich in den Corona oder so verwandeln konnte und die Fähigkeiten hatte. Das war schon cool, hatte Stil. Es waren noch Zeiten damals, als man Pokémon in Schwarz-Weiß gezockt. Ja, ich hab auch noch zweimal die gelbe Edition da. Einmal die rote, einmal die blaue und die silberne. Die ist mir geschenkt worden vor ein paar Jahren. Ja, die gelbe Edition war mein erstes Pokémon-Spiel. Meine war die rote. Und meine Schwester hat die blaue gekriegt. Und weil die nicht weitergekommen ist, habe ich irgendwann die blaue weitergezockt. Ich hatte die blaue. Ja, ich habe meiner Schwester die blaue dann weitergezockt, weil die nicht gewollt hat irgendwie. Und dann hatte ich plötzlich beide Editionen und habe dann halt quasi beide gezockt. Und die gelbe habe ich dann ewig gebettelt, dass ich die irgendwann krieg. Und die habe ich dann irgendwann verloren und habe mir die dann, als ich dann schon älter war, habe ich die zufällig dann nochmal gesehen. Neu im Laden, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, jetzt kaufst du die halt nochmal. Und habe ich es nochmal gekauft und deswegen habe ich die gelbe zweimal. Die gelbe hatten wir auf und ich weiß noch, dass mein Bruder wollte, dass ich cheate mit Missingo. Und ich hatte als kleines Kind große Angst vor dem Ding. Und dann waren wir im Urlaub irgendwie und ich hatte so einen Wackelkontakt mit meinem alten Gameboy. Und dann habe ich mein Spiel zu fest auf den Tisch gelegt und dann einfach alles weg. Muss ich neu anfangen. Also ich habe... Habt ihr ein Bild von meinem alten Gameboy gerade geschickt in den Schreibraum? Nice. Oh, sieht aus, als ob es ein Problem gibt. Ich bin gleich wieder da. Was heißt Problem? Problem. Ist das Problem? Oh, ist das langweilig. Wer ist das Problem? Das Problem mit der Zelle. Sag bloß nochmal, dass ich das Problem bin. Aber ein bisschen.
Okay. Das dürfte ein Problem werden. Was ist los? Was denn? Unser Song wird wohl sich doch noch verspäten. Das Video ist zwar eigentlich schon fertig und ist auch schon hochgeladen, aber ich muss es jetzt mal claimen, damit es nicht aus Versehen am Freitag dann veröffentlicht wird. Ist das wieder Gangster-Rap? Gangster-Rap? Wieso wieder? Wann habe ich jemals Gangster-Rap gemacht? War doch eh schon alles fertig beim Song, oder? Es ist alles fertig. Aber bei unserem Hochladen zum Veröffentlichen haben wir ein Problem. Und wenn der nicht, wenn der Song kommt und es Reuploads gibt, bevor der da veröffentlicht wurde, passiert nichts. Weil dann haben wir das Problem, dass wir den Song vielleicht nicht auf unserem Copyright drauf haben oder drauf kriegen, weil sich das alles verschiebt. Und dann kommt es sehr schnell dazu, dass wir einen Rechtsstreit kriegen wegen dieser Sache, dass wir uns mit den Hatern dann um die Rechte streiten müssen, wem der Song nun wirklich gehört. Und das würden wir natürlich gerne vermeiden, deswegen habe ich es jetzt mal rausgenommen, das Video. Und werde es dann erst veröffentlichen, wenn das damit geklärt ist, weil es auch noch nicht in den Stores erschienen ist. Nochmal zum Thema Gaming von vorhin. Du meintest ja, du hast Pong gespielt. Vor ewigen Zeiten mal, ja. Wie alt bist du denn überhaupt? Weil das ist ja in den 70er Jahren rausgekommen. Naja, das war da schon auch ein bisschen älteres Spiel. Aber das war so um 1994, 1995 rum, wo wir das gezockt haben. Okay. Ja, wahrscheinlich die neuere Version. Nein. Nee, ich meine, die erste Version war ja 1973, glaube ich, die erste. Ja, das war schon so eine Version. Das war von dem einen, der hatte dann ich weiß nicht, war es sein Onkel oder sein Großvater, irgendjemand hatte auf jeden Fall diese Version. Und die hat noch funktioniert und alles. Und wir haben die damals halt gezockt. Es war auch noch richtig diese alte Atari-Version. Es war natürlich jetzt nicht 1970, wo wir das gezockt haben. Es war 1994, 95 rum, wo wir so 5, 6 Jahre alt waren. So, dann bist du ja noch voll jung. Voll jung. Ich bin 30. Ich bin 31 mittlerweile sogar. So jung bin ich nicht mehr. Ich finde, das ist noch jung. So jung bin ich nicht mehr. Na gut, Leute. Ich werde mich jetzt erstmal verkrümeln. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles klar, du bist ein fetter Hurensohn. Verpiss dich, du Bastard. Ja, verpiss dich, Fettsack. Ist das schon ganz schön dumm.